Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Analysevideo, diesmal zu Cash Tira mit der neuen Banlist. Heißt, wir haben keinen Agido mehr, wir haben nur noch einen Kalbeck, dafür benutzen wir jetzt eine Sheeran. Wir haben einen Grasses Greener weniger, dafür benutzen wir jetzt ein Reasoning. Und habe ich noch eine Sheeran eingesetzt? Für irgendwas muss ich noch eine Sheeran einsetzen. Ich weiß es gerade nicht. Gucken wir uns auf jeden Fall am Ende des Videos an, wie die Deckliste aussieht. Wir beginnen als Zweiter, haben Raiden auf der Hand, haben Chaos-Valkyrie auf der Hand. Nur Punk Ogertanz. Genau, wir haben nur eine Sheeran reingepackt und dafür einen Ogertanz. Dann haben wir Angriff der Lichtbrigade und Chaosraum. Heißt, jetzt nochmal im Klartext. Wir haben rausgenommen Grass is Greener, Agido, Kalbeck, haben dafür reingenommen Ogertanz, Sheeran und Gedankengang. Ja, wir sind als Zweiter dran gegen Cash Tira, nicht ganz so geil. Er eröffnet mit Unicorn. Unicorn sucht sich die Cash Tira Geburt. Die spielt er auch direkt. Holt sich so Rysard. Beschwört Rysard. Rysard wird Stufe 7. Er banisht Karten verdeckt. Beschwört sich den Fenrir, den er gerade verbannt hat. Fenrir Effekt. Holt sich einen weiteren Rysard. Macht eine Exil zu Shangri-Era, so heißt die Karte, und setzt eine Karte und beendet. An sich ein, ja, ich sag mal, mittelmäßiges Feld für Cash Tira. Er hat noch keine unserer Karten schon gelockt. Mit Diablosis wäre es jetzt unangenehm. Jetzt holt er sich den Ogre. Das heißt, sobald wir einen Monster-Effekt aktivieren, aktiviert sich Cash Tira Fenrir, aktiviert sich Cash Tira Shangri-Era, aktiviert sich Cash Tira Ogre und nochmal Cash Tira Shangri-Era. Heißt, er darf schon mal zwei Zonen locken. Plus, wir haben jetzt eine Zauberkarte aktiviert. Das triggert seine Cash Tira Geburt, was wiederum Cash Tira Shangri-Era triggern wird, um eine weitere Zone zu locken. Das heißt, wir haben, wenn wir es nicht schnell genug füllen können, unser Feld, drei Zonen gelockt. Wir millen drei Karten. Es ist Kalbeck. Der eine Kalbeck, der uns geblieben ist. Aber nein, er aktiviert darauf vom Grab gerufen. Was soll man machen? Vom Grab gerufen ist auf 2, aber Kalbeck nur auf 1. Naja, ist dann halt so. Also Kalbeck auf 1 ist vollkommen okay, aber dass sie Agido rausbannen mussten. Wir holen uns Felis, weil Lumina gebannt worden ist durch den Effekt von Cash Tira Wiedergeburt. Ja, weiterhin weiterer Angriff der Lichtbrigade und ein weißer Drache Lindwurmstrahl. Das heißt, Kollapsschlange Lindwurmstrahl ist auch schon raus, die Combo. Er banisht jetzt drei Karten durch die... Stimmt ja gar nicht. Die drei Karten wurden gebanisht durch Unicorn, glaube ich. War das so? Egal, sie wurden gebanisht durch eine seiner Cash-Tira-Karten im ersten Zug und jetzt aktiviert sich die Cash-Tira-Wiedergeburt und banisht die Karten in unserem Friedhof. Das aktiviert Shangri-Era. Gebannt. Geblockt. Wir werfen Felis ab, aktivieren Chaosraum, holen uns Chaos-Leviana-Drache. Heißt, wenn wir zwei Licht... Ein Finsternis oder drei Lichtmonster. Ja, eigentlich brauchen wir Licht und Finsternis. Zwei Finsternis, ein Licht oder zwei Licht, ein Finsternis. War das gedoppelt? Egal, ihr wisst, was ich meine. Im Friedhof haben, dann können wir zwei Karten poppen. Das wäre an der Stelle ganz nice. Wir aktivieren Chaos-Valkyrie, banischen den Felis. Und es aktiviert sich der Effekt von Cash Tira Fenrir und verbannt unsere Chaos-Valkyrie verdeckt. Gleichzeitig aktiviert sich der Effekt von Cash Tira Ogre, das heißt, er darf sich die ersten 5 Karten unseres Decks angucken. Und eine davon verbannen. Chaos Neptus, Maxi, Shinobi Necro, Baldrake und Wolf. Er wählt den Baldrake. Und Cash Tira Era, Shangri-Era, blockiert 2 Zonen. Jetzt aktivieren wir Sheeran, werfen Chaos Leviana ab, willen 3. Wie wir gerade gesehen hatten, werden genauso, also die Reihenfolge, die der Cash Tira Ogre aufgedeckt hat, wird genauso beibehalten. Bedeutet, wir millen Maxi, Chaos Neptus und Shinobi Necro. Und seine Plays sind jetzt, Handtraps mal abgesehen, aufgebraucht, zumindest die, die auf dem Feld sind. Wir beschwören Raiden als Normalbeschwörung, millen 2, Raiden kriegt ein bisschen Boost. Leider aktiviert sich der Wolf nicht, beziehungsweise er aktiviert sich, aber er kann sich nicht beschwören. Wir machen eine Synchro der Stufe 8 zu Chaos Ruler. Chaos Ruler deckt die obersten 5 Karten unseres Decks auf. Da ist Kollapsschlange.
Da ist Angriffssynchron. Angriffssynchron, aktivieren wir den Effekt, kommt gespecialt, wir kriegen niemals Schaden, machen eine Synchro der Stufe 10 zu Schwertseelenoberherrscher Shang Ying an der Stelle. Super geil gegen Kashtira. Allerdings nicht gegen Fenrir. Fenrir kann den outen, aber Fenrir ist bereits aktiviert worden. Das heißt, wir müssen nur an diesem Spielzug gewinnen, dass Fenrir nicht nochmal kommt. Er aktiviert darauf Nibiru. Und ja, das war's mit unserem Shang Ying, aber das war's auch mit seinem kompletten Feld und seinem Zone-Locking. Wir kriegen ein Biggest Token, aber wir sind noch nicht fertig. Denn wir aktivieren Chaosraum, holen uns den Felis ins Deck zurück, dürfen eine Karte ziehen. Es ist Raiden. Ist uns egal. Wir aktivieren Ogertanz. Ogertanz holt uns den Sie Armen für den nächsten Spielzug, theoretisch. Wir holen uns Chaosherrscher zurück, indem wir Wolf und Shinobi Necro verbannen. Shinobi Necro aktiviert daraufhin seinen Effekt aus dem Friedhof, denn er wurde für einen Monster-Effekt aus dem Friedhof verbannt. Wir machen eine Synchro der Stufe 10 zu Baron. Dadurch wird unser Chaos Ruler, weil wir ihn ja aus dem Friedhof beschworen haben, verbannt. Was wiederum unseren Angriffssynchron triggert. Den können wir verbannen, um Chaos Ruler wieder zurück zu beschwören. Jetzt aktivieren wir den Effekt von Baron, dürfen eine Karte auf dem Spielfeld poppen. Was passiert, wenn wir eine Karte auf dem Spielfeld poppen? Ist eine, ja, schon bekannte Combo-Line, die ich jetzt spiele. Zumindest, wenn ihr die letzten Videos gesehen habt. Wir zerstören eine Karte auf dem Spielfeld. Und wir haben eine gewisse Karte im Friedhof. Das heißt, es aktiviert sich Chaos Neptys. Wir verbannen ein Licht, ein Finsternis. Neptys kommt aufs Spielfeld, darf jetzt eine Karte vom Spielfeld und zwei vom Friedhof verbannen. Heißt, ich werde jetzt Kashtira Wiedergeburt und eine Kashtira-Karten hier verbannen. Und an sich 2400, das sind 8400. Man sieht es hier an Schaden. Das heißt, das ist Lethal. Er hat nichts mehr auf dem Spielfeld. Er hat zwei Handkarten, von denen wir davon ausgehen können, dass sie kein Kampfausblender oder generell keine Karte ist, die uns jetzt noch gefährlich werden kann, die sich specialt und ihn schützt. Und das weiß er auch und gibt auf. Ja, also Kashtira ist stark, gerade wenn es als erstes drankommt. Wenn er da mehr Zones gelockt wären, schon am Anfang hätte er noch ein Diablosis gehabt. Wäre es schwierig geworden, sehr schwierig, wenn man nicht mit einer Ash open, mit einer Snow opened oder halt Raigeki oder sowas. Aber ja, wir gucken uns gleich noch das Deck an. Bis gleich. So, hier haben wir die Deckliste. Wir benutzen natürlich dreimal Maxi, weil diese Karte ja vollkommen okay ist. Die muss ja nicht gebannt werden. So wie Kalbeck und Gras ist grüner, weil Gras ist grüner, das ist ja überhaupt nicht fair. Gut, gibt uns einen Bonus, aber es tut schon sehr stark weh. Dann ein Shinobi Necro, ein Angriffssynchron, eine Lumina, dreimal Sie Armen, dreimal Wolf, einmal Weißer Drache Lindwurmstrahl, einmal Schwarzer Drache Kollapsstange, zweimal Raiden, einmal Felis, einmal Künstlerzauberer Trickclown, einmal Märchenschweif Schnee, einmal Chaos Valkyrie, einmal Tränenklage Sheeran, einmal Keldo, die heilige Beschützerin, einmal Kalbeck, einmal Noapunk Hirschnote, einmal Magnamut, zweimal Saronie, einmal Droiswurm, zweimal Baldrag, zweimal Destrudo, einmal Christia, einmal Liviana, einmal Chaos Schöpfer, zweimal Noapunk Fuchsmelodie, einmal Ogertanz, kann man theoretisch auch einen zweiten mit reinnehmen, ein Chaos Neptys, zweimal Abgeheuerlicher Lubellion, einmal Chaos Imperator, der Drache des Armageddon. Dann zu den Zauberkarten. Wir haben Törichtes Begräbnis, wir haben Gedankengang, wir haben dreimal Opfer des linken Armes, wir haben Solarwiederaufladung zweimal, wir haben dreimal Angriff der Lichtbrigade, einmal Nachbarsgras ist grüner, weil dürfen wir halt nur einmal benutzen. Zweimal Chaosraum, zweimal markierter Wiedergewinn, zweimal Notfallteleport, Extra-Deck. Michael der Erzlichterpflichtete ist ganz gut, kann man aber theoretisch durch eine Synchro, eine XY, eine Linkkarte seiner Wahl austauschen. Einmal Effa Tagesanbruch Dragstar, unser Zauber- und Fallen-Negate der Stufe 7, leicht zu machen mit Lumina und Raiden oder Lumina und Felis. Dann einmal Kaliber Wilddrache, kommt so gut wie nie vor, deswegen kann man theoretisch rausnehmen. Aber würde ich dann gegen einen Achter ersetzen, wie zum Beispiel Draco Berserker der Tenji. Der würde vielleicht sogar mehr bringen an der Stelle. Aber wenn er es schafft, Azalea oder IP Mascarena auszurüsten, ist ganz nett.
Dann Chaos Ruler, wichtigste Karte. Wenn Chaos Ruler verbannt, also gebannt wird, ja, ist das Deck absolut tot. Dann vorbei. Blumenbaronin, ein Chengying, super gegen Schwertseele oder Runic. Schwertseele, super gegen Kashtira oder Runic. Dann Chaos Engel, einfach um unsere Synchros zu schützen. Und Monster können nicht durch Kampf zerstört werden, wenn wir sie mit, also wenn wir Chaos Engel mit einem finsteres Monster beschwören. Dann Psychic End Punisher, absoluter Game Maker. Sehr leicht zu beschwören, weil wir relativ viele Vierer aufs Spielfeld bekommen oder Achter. Und dann kriegen wir halt Destrudo, der meistens als Stufe 3 kommt, weil er eine Stufe 4er auswählt. 2 Vierer plus Destrudo, ein Psychic End Punisher. Destrudo halbiert unsere Lebenspunkte. Oder halt, wir haben Chaos Neptus auf dem Feld oder abgeheuerliche Lubellion. Oder nur Punk Siamen, Ogertanz oder Fuchsmelodie, nicht Siamen, oder Chaos-Schöpfer oder Leviania. Theoretisch auch der Chaos Ruler, der sich aus dem Friedhof selbst wiederholt. Also, wir haben da eine sehr gute Line. Zum Beispiel, Easy Psychic and Punisher. Wir haben Notfallteleport oder Siamen auf der Hand oder Ogertanz. Aktivieren wir einen davon, also durch Notfallteleport specialen wir Siamen. Siamen können wir normeln. Oder Ogertanz sucht Siamen und dann können wir Siamen normeln. Siamen sucht Foxytune. Foxytune wirft sich und eine andere Karte ab. In dem Fall am besten Kelbeck oder irgendwas, was wir im Friedhof brauchen. Sucht, specialt die Noapunk Hirschnote. Damit haben wir einen Achter auf dem Feld. Gehen in Chaos Ruler. Chaos Ruler sucht uns aus den 5 Karten, die wir vorzeigen, eine auf unsere Hand. Das aktiviert aber auch, weil Hirschnote auf den Friedhof gelegt worden ist. Ihren Effekt, Special zurück, den Noapunk Siamen. Noapunk Siamen und Chaosherrscher machen eine Stufe 11 Synchro zu Psy Endbestrafer und Chaosherrscher kann sich in der Regel dann sogar selbst wieder reviven. Ja, dann zu den Exe-Karten. Wir haben Minerva, einfach für den Mill. Wir haben Dugarris, damit wir mehr Handkarten ziehen. Oder um Christia zu beschwören. Können wir auch theoretisch mit dem Chaos-Schöpfer machen, wenn Christian verbannt ist. Dann der Zombie-Vampir, einfach für zusätzliche Mills, ist jetzt besonders wichtig geworden, da Kelbeck und Agido halt deutlich reduziert worden sind und unser Grass auch. Dann IP Mascarena, um in Gottes reinzugehen, theoretisch. Kommt aber immer seltener vor, war früher mehr, jetzt einfach weniger. Azalea kommt immer häufiger vor, weil wir relativ viele Zauber in den Friedhof bekommen. Und Zeroboros ist ein zweischneidiges Blatt. Nicht als erstes beschwören, immer nur als zweites. Also wenn man als zweiter dran ist und davon ausgehen kann, dass man den Gegner one-hitten kann mit Zeroboros. Ja, so viel zu dem Deck hier. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich weiß noch nicht zu was, vielleicht zu Sky Striker oder Dogmatica. Ich verabschiede mich. Wir hören uns, sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.